Als nächstes zu Wort gemeldet hat sich der Finanzminister Magnus Brunner von der ÖVP. Vielen Dank, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Sehr geehrte Damen und Herren, möchte schon beginnen vielleicht mit zwei Klarstellungen noch. Grüß Gott, Herr Abgeordneter Kreiner übrigens, über die mangelnde Genauigkeit bei der Verwendung der Zahlen. Über die mangelnde Genauigkeit beim Verwenden der Zahlen hat sie der Kollege Abgeordnete Schwarz ja bereits aufgeklärt. Da bitte etwas mehr Genauigkeit. Und vielleicht auch, weil Sie das Zuhören kritisiert haben, das mangelnde apropos Zuhören. Also in Deutschland wird es keine Gaspreisdeckel geben, Herr Abgeordneter Kreiner. Das mit dem Zuhören wieder. Er hört lieber der Kollegin zu. Ich warte gerne. Übersetzen, danke. Das ist wichtig. In Deutschland, Herr Abgeordneter Kreiner, gibt es keinen Gaspreisdeckel. Es gibt eine Gaspreisbremse. Und auch diese Differenzierung bitte zu machen. Wenn man seriös ist, sollte man diese Differenzierung machen. Es ist auch eine andere Voraussetzung in Deutschland, was die Haushalte betrifft. Wir haben 25% der Haushalte, die mit Gas heizen. In Deutschland sind 50%. Und mit der Gaspreisbremse, das wäre bei den Haushalten, ich rede nicht von den Unternehmen, die klassische Gießkanne, die so oft auch kritisiert wird. Und zum Herrn Badl, Professor Badl, er hat gesagt, er würde nicht gerne nach mir Finanzminister sein, aber er hat auch dazu gesagt, er würde auch jetzt nicht gerne Finanzminister sein. Und ich treffe ihn morgen und werde ihm gerne Ihren Redebeitrag, Ihren Auszug aus Ihrem Redebeitrag vorlegen und ihn fragen, ob Sie ihn richtig zitiert haben, was natürlich nicht der Fall war. Aber zurück zum Energiekrisenbeitragspaket, sehr geehrte Damen und Herren. Ja, es sind außergewöhnliche Herausforderungen, die auch eben außergewöhnliche Maßnahmen verlangen und erfordern. Und das ist so eine außergewöhnliche Maßnahme, dieses Energiekrisenbeitragspaket. Damit wird ein Teil der krisenbedingten Gewinne bzw. Erlöse von Energieunternehmen abgeschöpft und zur Gegenfinanzierung verwendet. Und Frau Abgeordnete Doppelbauer, ja, wir haben genügend Maßnahmen, wie beispielsweise die Energiekosten, die Stromkostenbremse, die wir ja bereits eingeführt haben. Und genau zur Finanzierung von solchen Maßnahmen werden diese Erlöse natürlich auch verwendet. Und wir müssen bewusst von Zufallsgewinnen sprechen, denn es ist ja der Preisanstieg unter anderem infolge des Ukraine-Kriegs, der zu diesem Ungleichgewicht auch an den Energiemärkten geführt hat und wo das Marktdesign, das derzeitige Marktdesign eben nicht mehr funktioniert. Und es ist auch ein Faktum natürlich, dass sehr viele Firmen im Energiebereich jetzt eben durch Zufall solche gute Geschäfte gemacht haben mit diesen steigenden Energiepreisen. Während diese Energiepreise für die Betriebe, für die Menschen in diesem Land natürlich zu einer Belastung geworden sind. Und daher ist es in der aktuellen Situation schon eine Frage der Fairness auch, dass der Staat hier eingreift, zumal auch oftmals Infrastruktur, aber auch Einspeisetarife mit staatlichen Mitteln und Steuergeld entsprechend unterstützt würden. Und das sage ich, obwohl ich normalerweise kein Freund von Markteingriffen prinzipiell bin, aber es sind eben nun mal keine normalen Zeiten und daher halte ich die Teilabschöpfung von diesen Zufallsgewinnen oder Erlösen in einem begrenzten Zeitraum auch für durchaus sinnvoll. Und Hintergrund dieser Maßnahme ist ja auch, das wurde bereits erwähnt, eine europäische Verordnung, die wir in Österreich in dem Mitgliedstaat auch entsprechend umzusetzen haben. Zentral dabei bei dieser Umsetzung ist schon auch, dass die Investitionsfähigkeit erhalten bleibt für diese Unternehmen. Abgeordneter Schwarz hat es dargestellt. Wir haben versucht, eine intelligente Lösung zu finden, damit eben die Investitionsfähigkeit der Unternehmen in die Energiewende gegeben bleibt. Es müssen Investitionen getätigt werden in den Ausbau der Erneuerbaren, in den Ausbau der Netze, der Netzinfrastruktur, in die Speicherkapazitäten. Und das muss möglich sein, das muss diesen Unternehmen auch möglich sein. Und deswegen glaube ich, dass unser Zugang ein durchaus intelligenter ist. Auch, dass wir aufgrund von Investitionen in Erneuerbare dann den Beitrag auch entsprechend reduzieren können. Und
Herr Staatssekretär Fuchs, Sie haben vollkommen recht. Ja, eine europäische Lösung wäre natürlich wünschenswert gewesen, weil das alles, was wir hier machen müssen, ist natürlich ein Bekämpfen der Symptome. Da haben Sie vollkommen recht. Und uns wäre es recht gewesen, und wir haben uns wirklich dafür eingesetzt auf europäischer Ebene, dass es dort zu einem Markteingriff kommt, entweder zu einer Deckelung, dort wirklich einer Deckelung, oder einer Deckelung vom Gas, das für die Verstromung verwendet wird, oder eine Entkoppelung insgesamt von Strom- und Gaspreisen. Das wäre sinnvoll gewesen aus unserer Sicht. Leider gibt es hier auf europäischer Ebene keine Mehrheiten, derzeit zumindest dafür, weil ja, Sie haben recht, die Symptombekämpfung alleine, gerade auch mit dieser Maßnahme, ist zu wenig, und da würde ich mir von der Europäischen Kommission und von der europäischen Ebene auch etwas mehr erwarten. Und zwei Sätze noch, weil es mir prinzipiell ein Anliegen ist und jetzt hier auch mitverhandelt wird, nicht unmittelbar mit dem Energiekrisenbeitrag natürlich zu tun hat, ist, dass es auch zu einer wesentlichen Verbesserung für die Sportvereine kommt mit diesem Gesetz. Das ist, glaube ich, wirklich ein wichtiger historischer Schritt. Diese pauschale Reiseaufwandsentschädigung, die wir jetzt doch sehr substanziell erhöhen. Ich habe damals von der Frau Abgeordneten Steger beim letzten Mal gehört, was ihre Forderung ist, eine Erhöhung der Reiseaufwandspauschale. Wir sind da weit drüber gegangen, noch Gott sei Dank auch im Sinne der ehrenamtlich Tätigen in diesen hunderttausenden Menschen, die in diesen Vereinen auch tätig sind. Ich war selber viele Jahre in einem Vereinsvorstand eines Sportvereins tätig und weiß, was hier auch entsprechend geleistet wird. Und ich glaube, das ist neben den vielen anderen Maßnahmen im Sport, wo wir das Budget auch substanziell angehoben haben, glaube ich, in der Praxis auch eine ganz wichtige Maßnahme, die wir hier auf den Weg gebracht haben. Danke auch an den Koalitionspartner in dem Zusammenhang. Und die Zusammenarbeit im Sport mit dem Herrn Vizekanzler und Sportminister ist wirklich eine einmalige. Und wir haben in den letzten Monaten sehr viel auf den Weg und auf die Reihe gebracht. Vielen Dank. Finanzminister Magnus Brunner von der ÖVP war das mit Kritik an der EU-Kommission. Was gemacht wird hier in Österreich, ist, das gibt ja zu, eine Bekämpfung der Symptome. Selbstverständlich wäre eine europäische Lösung wünschenswert gewesen. Viele Firmen haben mit den hohen Energiepreisen gute Geschäfte gemacht. Der Eingriff des Staates hier ist gerechtfertigt. So rechtfertigt der Minister die Gewinnabschöpfung.